Guten Tag, meine Freunde. Seid ihr wieder bereit, einen Geisterberg zu erklimmen? Ha, also ich schon. Und ich hoffe, ihr seid mal wieder dabei. Und besiegen mal wieder ein paar Geister. So. Immer wieder das gleiche Spiel. Aber naja. Ist ja auch nicht schlimm. Besiegt. Nochmal Nebulak. Nochmal Glut. Wieder das Nebulak besiegt. Und dann geht's gleich zur Schattenkreatur. Zuvor werden wir von einem Zwirrlicht aufgehalten. Und ja. Die bräuchten aber männliches, oder? So. Nochmal ein Schubhit. Und ach ja, was ich euch bitten möchte, ist, dass, ihr mal bitte unter die Kommentare schreibt, welches Pokémon ich als nächstes euren Namen geben soll. Also jetzt euren YouTube-Namen oder euren richtigen Namen. Könnt ihr selber entscheiden. Ich möchte euch bloß bitten, dieses dann als Kommentar zu schreiben. Da wäre ich euch sehr dankbar. Und ja, dann geht's mal gleich weiter mit Zwielicht. Wir mal wieder mit Glut attackieren. Es brennt. Erstauner. Jetzt als K.O.-Attacke Schnabel. So, damit wäre es auch besiegt. Dann können wir hier. Aha. Dann gibt es hier ein KP Plus. Dann teleportieren wir uns hier nach oben, gehen genau in die Mitte und machen einen Doppelkampf. Dann wollen wir noch mal gucken. Und zwar. Riolu, du nimmst mit Vergeltung Abso und Schnabel haben wir auf meinen Cousin und Schnabel auf Schuppe. Und Vergeltung auf Abso. Damit ist nun Abso auch besiegt. Chicken. Kreideschrei und noch einmal Schnabel. Okay, seit wann funktioniert eine normale Attacke auf Geist? Das ist eine Spezialeffekt-Attacke. Okay. Und deswegen kannst du auch zum Beispiel Krippok mit Wunderwaffe, was sonst normalerweise keine Attacke wird, ja, so Toxin und so drauf einsetzen. Ah, oh, cool. Kreideschrei. Kreideschrei. Schnabel. Und Glut. Nein. Glut zieht mehr ab. Nein. Doch. Schnabel hätte jetzt mehr abgezockt. Warum? Verteidigung. Weil das ist nicht physisch. Schnabel ist physisch. Jawohl, mein Meister. Chicken steckt zu stark ein. Ja, komm, Chicken können wir auch dann gleich wieder heilen. Hat sich auch ziemlich verdient. Und ja, ist auch mal wieder besiegt. So. Dann in die Tasche. Wir verdienen ein super Drang. Und Zombies killen. Das müsste genügen. Ich bin neu in dem Geschäft. Naja, ich glaube, ich muss dich besiegen. Anscheinend ist da. Ich kämpfe mir gerade gegen einen Neuankömmling. Hm.
Ja, tauschen. Wäre eine gute Idee. Nur die Hälfte und das hat fast Level. So, wieder das alte bekannte Spiel Glut. Nebulat besiegt. Dann nochmal Schnabel. Und ich glaube, ihr versteht eigentlich, hört, beziehungsweise hört kaum meinen Cousin, ne? Also Marcel, dann red mal etwas lauter oder komm näher ans Mikrofon. Wird gemacht. Damit die Zuschauer dich auch hören. Also am besten jetzt auf die 14er Schnabel einsetzen, weil die da wahrscheinlich abkacken deswegen. Und auf die 15er Glut. Protze aber auch mal nicht, ne? No. Nein. Ja. Hat Protze nicht erlernt. Und dann lesen wir mal das Schild. Warnung! Ab hier beginnen die Wege des Schicksals, betreten auf eigene Gefahr. So, jetzt muss Jungglut nur noch. Ein Apollo? Apollo. Also. Killen. Warum? Bring Punkte. Dann kämpfen wir mal gegen dieses Apollo. Schnabel. Warum die ganze Zeit Schnabel? Die AP von denen gehen aus. Na, ist doch jetzt wurscht. Ich werde einfach Schnabel ein. Na, nee, ich setze lieber Glut ein, da es ja Hypnose kann und ich keine Lust habe, dass mein Chicken einschläft. Muss ja auch so sehen, ja? Dann geht's durch. Ein Geist-Pokémon. Ein Geist versperrt uns den Weg. Okay, das ist neu, dass die Apollo haben. Dann wieder Chicken. Groll. Geht aber immer noch daneben. Schnabel. Es hat mich abgeleckt. Nicht schön. Oder Chicken halt. Und der Spirit Geist ist besiegt. Hat sein Spirit verloren. Hey, da ist Darth Vader. Oder nein, nicht Darth Vader. Was ist das? Bläh. Schatten die Fire. Ich glaube, er hat Feuer-Pokémon, aber woran kann das nur liegen? Scheiße, noch zweimal Vergeltung. Heb sie für die starken Gegner auf. Da ist es gewonnen-hittet. Riolu erhält ein Level-Up. Schneckmark. Auderschlag. Warum das? Wir haben nur noch einmal Vergeltung. Ja, ich gehe dann meine Pokémon heilen. Ganz raus. Natürlich. Schattendieb. Schau mal, was weiter geht oben. Dann geben wir mal nochmal Sonderbonbon. Unseren Riolu, damit es jetzt endlich mal bald entwickelt. Rechte Hand. Braucht es nicht. Ja. Und KP Plus macht's auch fröhlicher. Okay. Ja, alles geht jetzt ziemlich schnell. Aber ich glaube, wir kämpfen da weiter, weil wie wir ja gesehen haben, gibt's auch so einen Teleporter beim Pokémon-Sender. Also glaube ich auch, dass es vorm Endboss auch, Das ist weg. Also denke ich jetzt auch, weißt du, dass es vorm Endboss auch nochmal das gibt, Marcel. Ja, könnte sein. Das bringt Punkte. Es ist ein sehr starkes Pokémon. Kriegt man normalerweise erst Level 40. 724, ja, es ist schon. Cognodon. Ein Cognodon. Boah, du musst auch ins 100, kriegst du Ramaidon. Nein. Ging leider daneben. Oh, Bodycheck. Pokémon wechseln.
Warum ist es jetzt auf einmal schneller? Ist ja logisch, ey. Naja. Wird ja sicherlich Riolo nichts ausmachen. Dafür tritt ihn Jungblut ordentlich in den Scheiß hintern. Und wir besiegen den Schattentyp Erde. Jetzt kommt Wasser. Zwischen Pflanze und Wasser. Ich gehe mal meine Pokémon heim. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder bei dem Wassertyp. Und ich hoffe, Riolu packt ihn. Denn sonst haben wir ein kleines Problem. Was zum... Aber ich denke schon, Riolu wird's packen. Wird jetzt nicht so Kyogre oder sowas haben. Jetzt setzt das Ding ein Autoschlag. Das ist eh unnötig. Und es ist auch besiegt. Riolu ist einfach nur spitze. So. Na gut. Setz weiter Riolu ein. Setzen wir nochmal Riolu ein. Auch gegen Pflanze, obwohl es eigentlich wesentlich sinnvoller wäre. Warum Ruckzuckieb? Weil es nämlich eigentlich sinnvoller wäre, aber das im Riolu braucht. Super. Einfach weiter, oder? Ja. Kampf ist wohl nicht so stark dagegen, oder was? Nee, gegen Pflanze nicht so. Und den Ruck wird es wohl nicht schaffen. Ach Gott. Riolu schläft weiter. Na hopp. Oh, Riolu, jetzt wach deutlich auf. Kann denn jemand meinen Snickers vor die Nase halten? Genau, dann ist noch mal gegessen. Ach Gott. Ha. Na endlich. Natürlich. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung, da kam jemand gerade und ja. Kumpelluft ist auch besiegt. Ist ja auch egal. Lanas, der ganze Ding kommt für Ducky. Das ist Uni. Na, hören wir mal wieder auf meinen Cousin. Und Riolu schafft das schon. Vergeltung. Härtner wird ihn, glaube ich, auch nicht viel helfen. Nein. Und ja. Nein, fast wieder kurz vor Level 30, aber egal. Und weiter geht's. Pfad der Ruhe. Eis, da kannst du Kampf einsetzen, aber. Warte, schau mal nach dem. Kämpfen jetzt gegen ihn und dann sitzen wir einfach schnell Chicken ein. Vielleicht besiegen wir es sogar noch. Super. Ja, bin ich froh. Heute hält noch Riolu. Ach komm. So müsste es, glaube ich, noch aushalten. Und ich hoffe, Schnäppke wird es. Natürlich. Ja. Boah, Gott sei Dank. Es gibt erstmal Vergeltung hier. So. Riolu ist Level 30. Also, bis demnächst, Leute. Ciao.